Jetzt kommen wir damit zur nächsten Folge von Assassin's Creed. Walala. Noch ganz an den Anfängen von Paris. Weiß nicht, hat denn das hier auch wieder so einen Ort, den ich ausschalten muss, wie hier? Ne, guck mal, das sage ich, das ging ja viel länger, weil ich hier sogar noch einen Orden hatte. Ich meine, vielleicht kommt es ja noch, aber... Aktuell glaube ich nicht daran. Dafür ist das Gebiet, glaube ich, viel zu klein, als dass hier ein paar Leute wegklatschen muss. So, meine Freunde. Die Barren brauche ich nicht. Kann ich sonst vorbeilatschen. Ich brauche wirklich eigentlich nur die Rüstung gefühlt. Mehr will ich nicht. Na, wir werden bestimmt noch weg hier. Komm, wir kommen langsam entgegen. Oh, ich kann es kaum warten, wenn mal die ersten Gameplay-Szenen von Mirage mal rauskommen. War ganz nett. Ich hätte mehr erwartet, aber war okay. Wir sind halt wahrscheinlich einfach nur zu OP mittlerweile für das Spiel. Ich brauche Titanen, brauche ich. Das ist mein Problem tatsächlich. Das ist mein größtes Problem. Genau. Lass mich kurz gucken, was das hier vorne ist. Lassen Sie den Vogel in Ruhe. Wie gesagt, Nebenquests ist halt wirklich eigentlich alles unirrelevant für mich mittlerweile geworden. So, weil ich viel zu stark bin, ich brauche die Scheiße nicht mehr. Ja. Auch nichts da, was ich haben möchte. So, ja. Hallo? Das für eine Stufe. Boah, dauert das lange. Puh. Ja, wir machen es dann mal anders mal. Oder ich mach's besser gesagt alleine. Weil ich will euch damit jetzt echt nicht langweilen. Das werde ich wahrscheinlich wirklich mal so nebenbei machen. Naja. Ich spiele ja gerne privat auch so mal immer Assassin's Creed mal so für 2-3 Stündchen, daher. Hab ja was zu tun. Laut.
Ich mag die roten Gebiete, muss ich sagen. Das hat was. Guck das an, wir haben jetzt natürlich wieder fast alles aufgedeckt, deswegen. Lächerlich. Ein kleines Gebiet ist. Dann machen wir die Hauptquest weiter. Mal gucken, ob das DLC mehr taugt als das Druiden-DLC. Obwohl ich mochte das Druiden-DLC, muss ich sagen. Es war zwar etwas groß, aber war halt auch episch. Ah, ich bin schon wieder in der Nähe der Stadtgrenze. Ich darf nicht schneller fahren. Ich muss jetzt hier wieder auf Gehgeschwindigkeit gehen. Und das strengt an. Hallöchen, ich will nur mal ganz kurz einmal hier durch. Aussichtsturm synchronisieren und danach suche ich nach dir. Weil bis jetzt ist ja alles, was du Mirage verspricht, sehr vielversprechend. Aber wie sie es umsetzen, ist halt eine andere Sache. Nochmal. So. Sieh mal nach, Sühnen. Okay, ich bin noch ein bisschen zu weit vorne anscheinend. Siegfried! Hier ist Eivor. Wolfsmal. Vom Rabenclan. Flieg, Freundin. Ich würde mal behaupten, er wäre in dem Tunnel da drin. Hallo? Merke ich mir. Wenn du mal wieder meine Hilfe brauchst, dann würde ich auch einfach so ignorieren. Ah. Rattenorden. Rattenorden können nicht, Verletzte getötet werden. Wehr sie ab, indem du mit deiner Waffe angreifst. So, das können wir schon. Wolfsmal, hier! Ich hab da mal kurz Geld vom Tisch geklaut, ja? Wie hast du mich gefunden? Wo ist Toka? Sie vermutete dich hier. Gerade sucht sie Melidunum nach den vermissten Wachen ab. Engel Wien ist mir entkommen, aber der Soldat sagte, dass er zu einer Kirche in der Nähe wollte. Komm, wir müssen durch die Armensiedlung. Ach, selbst hier kann ich die ganze Pisse noch riechen. Siegfried, ich muss verhindern, dass sich dieser Kampf nach Englerland ausweitet. Ich muss Charles treffen. Wozu? Man kann mit diesen Trällen nicht verhandeln. Hast du meinen toten Bruder Sinrig vergessen? Nein. Und deswegen muss ich es versuchen. Darum bin ich im Frankenland. Wenn ich Engel Wien töte, sollst du mir helfen, beim König vorzusprechen. Vernunft bringt bei dir nichts, Wolfsmal. Du bist so wild wie dein Namensgeber. Der läuft so komisch. Hey, da war ich gerade. Ich kenne die Aussicht da oben.
Weißt du, ich wurde von richtigen Assassinen ausgebildet, für den Verborgenen hier rumzuklettern. Du glaube ich nicht. Hallo? In unseren Adern fließt das Blut heiliger Könige und Eroberer. Die Nordlinge mögen viele Kämpfer haben, doch wir haben Gott. Das ist Odo, Graf von Paris und rechte Hand des Königs. Er wirbt zweifellos Leute für sein Heer an. Unser Mut und unsere Ehre werden uns beistehen, auch im schwersten Kampf. Wir werden dieses Unheil besiegen. Das haben wir immer. Selbstherrlich wie immer. Der gleich neben ihm ist Godselin, Bischof von Paris und mächtiger Krieger für einen Franken. Diese beiden nehmen wir uns später vor. Du musst zu Engelwin gelangen und dafür musst du irgendwie in die Kirche. Die Antwort liegt in dem Gestank da unten. Das hilft mir nicht viel weiter. Wäre es leicht, hätte ich ihn längst selbst getötet. Du hast einen Vorteil. Du bist diesen Leuten fremd. Der Räuber Siegfried ist fast an unseren Toren. Und was will er? Was alle Nordlinge immer wollen. Blut und Silber, das eure und das meine. Mich kennen sie schon ziemlich gut. Jemand dort unten weiß etwas. Und diesen jemand musst du zum Sprechen bringen. Gibst du mir dein Wort, dass wir danach Charles aufsuchen? So ist es, aber beeil dich. Ich kann Melidunum nicht lang unbewacht lassen und dieser fränkische Gestank lässt mich würgen. Drei Wachen? Eine Beleidigung. Ich kümmere mich um sie. Du suchst Engelwin. Er versteckt sich in seiner Kirche. Wirst du hineinschleichen, einen von ihnen zur Mitarbeit verpflichten oder die Straßen mit Blut tränken? Wie du es tätest? Sie verdienen es. Doch du bist das Wolfsmal. Du brauchst meinen Rat nicht. Also, was wirst du tun? Ja, ich schleiche mich rein. Ich finde meinen Weg. Elimiere Bischof Engelwin. Bischof Engelwin ist ein unzuverlässiger Hirte der leibeigenen Bevölkerung in der Armensiedlung von Paris. Hinter den schwer bewachten Toren seiner Wehrkirche fühlt er sich sicher. Sprich mit den Einheimischen in Taverne, um Hinweise zu erhalten, oder erkunde die Gegend um einen anderen Weg hinein. Wirkliche Informationen sind auf deinem Kompass markiert. Da ist hier die Kirche oben. Die Kirche. Kann nicht so schwer sein, da reinzukommen. Vielleicht sollte ich mich hier lieber vermummen. Als wäre ich eine Taube. Breite deine Flügel aus. Da ist ein Baum. Ich dachte gerade erst, er macht jetzt so eine Vorstellungsrunde, dann führt doch den Orden, den ich ihn ausschalten muss. Das kommt mir so richtig vor wie so ein klassisches Assassin's Creed-Spieler. Ich kriege eine Beschreibung über eine Zielperson und darf ihn dann töten. So wie in Assassin's Creed 1 damals. Das Erreichen von Attentatszielen. Du hast ein Inflationsgebiet erreicht. Bischof Elving befindet sich irgendwo da drin. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten, dein Ziel zu erreichen, um zu eliminieren. Erkunde die Gegend und löse Probleme, indem du Hinweise im Inflationsgebiet folgst. Halt auch schon nach dem Attentatereignis um sie bieten heimliche Wege, um dich hier deinen Zielen zu nähern. Also wie damals halt in Assassin's Creed 1.
theoretisch nichts anderes. Okay. So ein offenes Fenster. Das kann nicht stimmen. Bist du wegen der Deliverance hier? Ja, ich weiß nicht. Ich will Gott nahe sein, aber diese Schreie kommen mir falsch vor. Findest du das richtig? Hast du dieses Ritual, die Deliverance mit Enkel Wien? Ja, er führt es allein durch. Ich bin als Nächster dran und ich glaube, das will ich nicht. Ich könnte deinen Platz einnehmen und Enkel Wien für dich treffen. Dann könntest du gehen. Sag mir, was ich tun muss. Du brauchst eine Robe. Ohne ihr spezielles Gewand lassen sie dich nicht hinein. Dann gehst du runter zum Gang und sprichst mit dem Priester. Gib mir deine Robe. Meine? Sie gab mir eine, aber ich zog sie nicht an. Ich habe sie hier irgendwo gelassen. Ich werde sie finden und deinen Platz einnehmen. Du solltest nun gehen, bevor sie dich rufen. Ja, ja, du hast recht. Sobald ich mich beruhigt habe, gehe ich. Das kann nicht stimmen. Bischof Enkel Wien hat davon nichts gesagt. Warum schreien Sie nur? Stimmt, ist das das Gewand, das ich brauche? Schön. Was diese Deliverance auch ist, sie klingt düster. Kind Gottes, kämpfst du mit der Sünde? Willst du dich in deinen Erlöser annähern? Würdest du gerne den Plan deines himmlischen Vaters für dich kennen und verstehen? Gott selbst hat den Weg vorgezeichnet. Komm zu seinem Alter, suche seine Güte und finde deine eigene Erlösung. Ich suche Bischof Enkel Wien. Weißt du, wo ich ihn finde? Wenn du für die Deliverance hier bist, musst du eine Weile warten. Mein Bruder wartet schon seit Stunden da oben. Die nehme ich mal, ja. Wie ich sehe, bist du für das Ritual bereit. Ja, Bruder. Nimm diesen Schlüssel, bereite dein Herz vor und wenn du soweit bist, durchschreite die Tür. Der Bischof erwartet dich. Willkommen, Reisender. Deine Augen sind bedeckt. Und doch siehst du mich. Gerechtigkeit und Unschuld sind beide blind und sehen doch umso klarer. Finde sie, erhelle den Weg und sieh die Schätze Gottes. Gott ist das Licht und in ihm ist kein Dunkel. Der Weg durch die Dunkelheit zu deiner Deliverance ist klar, wird er von Gott erhellt. Ein Rätsel. Der Weg zur Deliverance. Damit muss Enkel Wien gemeint sein. Ich häng fest. So. Ich hoffe, ich darf meine Fackel zünden. Das wäre eines. Die Nonne sprach von Licht. Das wären zwei. Gerechtigkeit und Unschuld erhellen den Weg. Ohne sie sind wir blind. Nackt kamst du aus deiner Mutterleibe. Und nackt wirst du wieder dahin fahren. Tritt nun hier auf. Deliverance oder Tod. Eine weitere Seele für das jüngste Gericht. All deine Urteile sind gerecht. Amen. Die Verkleidung täuscht niemanden aus der Nähe. Ich sollte Abstand zu den wahren Waren.
uns das Wasser betreten. Wir können erst beginnen. Komm. Weißt du, warum du hier bist, mein Kind? Ja. Du wurdest auserwählt, eine große Ehre. Doch auserwählt zu werden, ist nur der Anfang. Was nun folgt, wird nicht angenehm. Gedenke der Worte des Herrn. Wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Ja, ich erinnere mich. Andere erwiesen sich als unwürdig, wie du gesehen hast. Ich hoffe, dass du dich besser schlägst. Das werde ich. Dein Selbstvertrauen macht Mut. Wir dürfen das Ritual nicht abbrechen. Ich werde deine Schreie nicht beachten. Deine Seele hängt davon ab. Der Teufel wird den Schmerz nicht ertragen. Also musst du es. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Womöglich entdecken wir in dem Schmerz eine süße Freude. Gott selbst verleiht sie in seiner Gnade, um uns zu unterstützen. Mach dich nun bereit, entkleide dich und verlasse das Wasser nicht, bis ich es dir erlaube. Ich soll mich ausziehen? Du brauchst dich nicht zu schämen. Sobald du dem nachkommst, lassen meine Wachen uns für das Ritual allein. Gut, ich zieh mich aus. Nun gut. Wachen, verlasst uns. Sehr gut. Du hast die richtige Wahl getroffen. Und nun beginnen wir. Erhöre mich, o Herr, und nimm dies freiwillige Opfer an. Ich find's geil. Das gibt's richtige. Und ein seltsames Siegel bei sich. Ich muss schnell einen Weg nach draußen finden, bevor er entdeckt wird. Also ich find's richtig geil. Das erinnert mich so hart an Assassin's Creed 1. Die Assassin's Creed 1 Zeiten kommen richtig hoch. Oh. Hab's hier gar nicht hochgeklettert. Ich feier das. So, das war gerade die Zimmerruine. Der Geist des Bischofs war auf eine Weise getrübt, die ich nicht verstehe. Er trug ein Siegel und einen Schlüssel bei sich. Welch ein Reichtum. Engel Wien würde einen guten... ich will Geld. Sense des Auferstehens. Ah, wo ist sie denn? Wo ist er? Da. Des Aufstands. Tempo erhöht, wenn du Gegner von drei oder mehr umgeben bist. War das auch dir? Nicht, dass ich mich jetzt vertan habe. Jo. Isidoros. Leider muss ich befürchten, dass der König trotz raffiniertester Maßnahmen widerspenstig bleibt. Die Schuld liegt allein bei der Königin. Ihre Anwesenheit allein reicht aus, um jedes Gespräch zu beenden. Jeder noch so kleinen Fortschritt wird zunichte gemacht, sobald er sich mit ihr berät. Schalt ist zu schwach, um sich ihrem Einfluss zu entziehen. Wir müssen sie entfernen, fürchte ich. Dann wird der König offener für unser Rat sein. Das wird nicht leicht, aber auch kaum schwieriger als unser letzter Erfolg. Eine Königin ist nicht größer als der Papst. Ich habe mir die Freiheit genommen, einen kleinen Schar unserer treuesten Brüder auszusenden, um die... Ein eigenartiges Zeichen. Es muss etwas bedeuten.
Tagebücher. Er führte Krieg gegen seine eigenen Gedanken. Dieser Brief richtet sich an Charles und erzählt vom Angriff auf Milidunum. Er sollte heute Abend an ein Hurenhaus in der Taverne gehen. Der König muss also dort sein. Gut. Dann war es doch schon wieder mit der Folge. Richtig geile Mission. Ich hoffe, es zieht sich weiter, Navi. Dann wird es echt ein geiles DLC. Und somit auch.